Burger, 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 Burger. Wir haben in meiner Stadt München wirklich Burger über Burger über Burger über Burger gegessen. Doch einen Burger habe ich hin und wieder in den Kommentaren oder irgendwo anders übersehen. Und ich weiß nicht, warum ich ihn übersehen habe. Wenn es schon ein schöner, sonniger Samstag in München ist, warum gehen wir nicht Burger essen? Viel Spaß bei der Folge aus München. Soll ich mit Sonnenbrille da sitzen, dann denkt man, ich bin der arroganteste Münchner der Welt. Lukas hat mir heute hier eine coole Bäckerei gezeigt. Wie heißt die? Seppel. Seppel? Seppel. Eine sehr, sehr starke Bäckerei mit Leckereien. Wir haben hier ein bisschen Kaffee, ein bisschen Pfefferbreze gehabt. Wir haben einfach noch dieses Brot geschenkt bekommen. Bevor wir ins Video gehen, wollte ich einfach mal sagen, Kuss geht raus für den ganzen Support. Egal ob aufs Oktoberfest-Video, auf die letzten Videos einfach. Egal welche Videos. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Haben uns sehr gefreut über alle Leute, die wir getroffen haben. Und jetzt gibt es noch einen Burger, den ich bis jetzt noch nicht getestet habe in München. Den werden wir heute anschauen, probieren. Dann habe ich noch ein paar richtig krasse Nachrichten. Ein paar Tagen werden wir auf jeden Fall nach Berlin fahren. Und ihr könnt jetzt schon mal in den Kommentaren raten, warum wir nach Berlin fahren. Am Sonntag ist eine Veranstaltung und Randy wird dort sein. Vielleicht ist es bald soweit. So, guten Morgen, Jatzen. Der Mann war zu viel auf der Wiese. Jetzt zeige ich das mal innen, wie das aussieht, Ladies and Gentlemen. So eine geile, das ist eine richtig schöne Bäckerei. Und der Duft hier drin ist auch richtig crazy. Kann ich empfehlen auf jeden Fall. Danke, ciao. Wetter 10 von 10 in dieser wunderschönen Stadt. Wo müssen wir eigentlich hin? Da lang? Da lang. Smash Burger Türkisch. So, die Sache ist, ich bin auf jeden Fall bei Türkisch, bei den normalen Stores, nicht der größte Fan vom Kebab. Wenn ich dort was esse, esse ich immer das Köfte-Sandwich. Smashburger wurde mir öfters vorgeschlagen. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir schon in München sind und es ein schöner Samstag mit Sonnenschein ist, warum sollten wir es nicht probieren? Probier mich. Herzlich willkommen bei Türkisch. Türkisch für Anfänger. Gibt es noch ein Wortwitz? Nein, gibt's keinen. Wir haben 5 verschiedene Burger. Türkisch House Burger, Ronnie's Classic, Texas Burger, Texas Burger. Nichts gegen die Leute, die Texas Burger essen, aber diese Burger, das hat nichts mit dem Burger zu tun. Du hast Onion Rings drin, du hast da Bacon drin, irgendeine Barbecue-Soße. Dann gibt's einen Rich Kid Burger. Ich glaube, dieses Rich Kid Ding ist sowieso überhaupt bei Türkisch so ein Ding, dass sie da immer so eine Trüffelsoße drauf machen und dann kostet das Ding halt so 2-3 Euro mehr. Finde ich eigentlich, ist ein lustiger Joke. Egg Mac Muffin. So ein Frühstücksburger wird das sein. Wir werden auf jeden Fall 2 Burger nehmen. Einmal Rich Kid Burger, weil wir haben Lukas dabei. Der Mann ist reich. Und wir werden einen Ronnie's Classic Cheeseburger nehmen. Ich denke, das geht am nächsten an den Classicsten. Geht am nächsten an dem Classicsten. Junge, Junge, Junge. Das kommt am nächsten. Bubble. Warum fällt mir gerade nicht ein, wenn man diesen Satz ausspricht? Den Ronnie Classic Cheeseburger nehmen, weil der meiner Meinung nach der klassische Cheeseburger noch ist, den du hier bekommen kannst. Der klassischste. So, grüß Chef. Servus. Cool für euch, wenn wir ein bisschen filmen. Vielleicht nicht. Dann kriegen wir auf jeden Fall einmal den Ronnie Classic und dann einmal den Rich Kid Burger. Was willst du trinken? Spitze. Willst du Dose oder Flasche, Glasflasche? Flasche. Wir werden jetzt ein Mysterium klären. Einmal Flasche und einmal Dose. Mit Karte machen wir. Wir sind nicht die größten Freunde davon, dass ich da jetzt komplett reinfilme. Deswegen habe ich euch jetzt nur mal das Fleisch gefilmt, wie es gesmashed wird. Muss ich ehrlich sagen, Fleisch sieht sehr, sehr geil aus. Schöne Farbe, das wird gepfeffert und gesalzen. Und ansonsten lassen wir es auf uns zukommen. Man sieht noch im Schaufenster ein bisschen Salat, Rucola, Essig, Gurken, Zwiebeln, Jalapeno, Dijon-Senf und sowas. Also macht eigentlich sehr, sehr clean Eindruck, muss ich sagen. Ich freue mich auf den Burger. Das Problem ist, ich habe keine Pommes bestellt. Das werden wir jetzt noch machen. Das ist wirklich ein Unterschied geschmacklich. Entweder behält diese Flasche die Kohlensäure besser drin, das schmeckt auch so, als hätte es mehr Kohlensäure. Das Mysterium ist gelöst. Galileo extrem. Große Kinderriegel, kleine Kinderriegel. Schmecken anders? Nein, das ist wie auch bei diesen Leibniz-Schokokeksen. Die kleinen schmecken besser als die großen. Aber da macht es noch Sinn, weil das Keks-Schokoladenverhältnis ist anders. Hier macht es doch keinen Sinn, die füllen das einfach nur ab. Schmeckt besser. Glasflasche schmeckt besser. Wir hatten vergessen, Pommes zu bestellen. Die Jungs geben uns noch eine kleine Pommes aufs Haus. Kuss geht raus, Türkisch. Einmal perfekt. Der Rich Kid Burger und das hier einmal den Bonnie Classic. Dankeschön. In München haben wir wirklich, würde ich sagen, jeden Burger getestet, den man so testen müsste. Da gab es American Burger Bar, es gab leider, es war alles im Intro, ich weiß nicht mehr genau welches war, das ist auch schon ein bisschen her, was sie heißt. Der Burger wurde mir immer mal wieder unter die Kommentare geschrieben und ich weiß nicht, warum ich ihn übersehen habe. Es gibt nur eine Person, die hier war. Das ist, ich weiß nicht, wie er heißt,
Aber das ist dieser Koch. Dieser, der Musiker weiß genau, er ist Koch. Ich habe seinen Namen vergessen, aber Kuss geht raus auf jeden Fall an den. Pommes. Pommes sind lecker. Hätte ich aber für meinen Geschmack noch länger drin gelassen, dass sie noch ein bisschen braun werden. Schmecken so, als würdest du eine Packung Chips essen. Kommen wir zum Classic Cheeseburger. Das ist so ein bisschen McDonalds-Prinzip. Wir haben Senf, wir haben Ketchup, wir haben klein gewürfelte Zwiebeln, Sauergurken, Essiggurken, Cheese und das war's. Das ist ein bisschen viel Ketchup, bin ich ehrlich. Das Fleisch ist wirklich crazy, crazy gesmashed und der Burger hat so eine Übergröße, würde ich sagen. Unten ist gar nichts außer Butter im Bun. Brioche-Bun. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das Ding schmeckt mir überragend oder schmeckt mir gar nicht, habe ich das Gefühl. Weil da ist so viel Ketchup drin, der hat auch so eine, ich weiß nicht, der wirkt so ein bisschen größer auch und sowas. Aber wenn das Fleisch jetzt eigentlich Power hat trotzdem noch, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein guter Burger ist. Das Fleisch wird auf die Platte gelegt, dann wird gesmashed. Und das macht er mit so einer Rührbewegung. Das heißt, an der äußeren Linie des Fleisches ist es halt wie ein Chip und in der Mitte ist Fleisch, also ist noch fleischiger. In der Mitte ist es dicker und nach außen wird es dünner. Das merkt man auch, leider auch, finde ich. Der Burger schmeckt in der Mitte deutlich geiler wie außen. Es ist mir trotzdem ein bisschen zu viel Ketchup und sowas. Junge, 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 Ketchup hat mich komplett auseinandergenommen. Also wir haben auf jeden Fall karamellisierte Zwiebeln. Wir haben die Rich Kid Soße. Das macht Sinn. Wir haben Mushrooms, Parmesan oder irgendeinen ähnlichen Parmesan, zweimal Beef und Käse. Und Rühkeller. Und Rühkeller. Kann auf jeden Fall mehr als der, 100%. Problem ist bei dem, Bruder, da ist zu viel Ketchup drauf und so. Voll schade, der Burger hat eigentlich voll, können mir voll vorstellen, dass der voll geil sein könnte. Mit angepasst Ketchup, Senf triggert mich ein bisschen. Was ist das für eine Soße? Boah, ist geil. Ich probiere jetzt den, wenn du sagst, dass der krasser ist, dann bin ich wenigstens happy. Schmeckt zwar nicht nach einem Burger, es gibt mir irgendwie so ein Käse-Gorgonzola-Sandwich-Gefühl, obwohl da kein Gorgonzola drauf ist. Ich weiß nicht, ob das Tagesform ist. Entweder hier haben wir einfach aus Versehen zu viel Ketchup drauf gemacht oder ich weiß nicht. Aber Pommes feiere ich. München ist jetzt eh nicht die Stadt, wo du die krassesten Burger findest, will ich gar nicht sagen. Ja? Perfekt. Habe ich nur die Chicken-Burger bis jetzt gegessen. Jeden Donnerstag. Jeden ersten Donnerstag. Machen die Smash-Burger. Dann müssen wir bald zu Fairfax. God damn, das habe ich nicht gewusst. Seit wann machen die das? Machen die nur, wenn Mike Malek und Corinna Kopp vorbeikommen. Ja, ja, ja. Wenn ich dort vorbeigehe, dann ist es immer so. Auf jeden Fall der Burger. Soßen. Zu viel Soße. Zu viel Soße. Zwiebel geht mir ein bisschen unter. Geht mir alles ein bisschen unter. Das ist so ein Ding, der ist geil, so um 4 Uhr morgens. Ja. Das ist so ein After-Hour-Burger. Ja, Mann. Was ist das für eine Soße? Ist das eine selbstgemachte Mayonnaise? Ich weiß nicht, was das für eine Soße ist. Kurze Frage, Chef. Was ist das für eine Soße? Ist das Mayonnaise? Ja, Mayonnaise. Selbstgemacht? Hat ein bisschen Senf, aber hat Mayo. Okay, also Senf und Mayo gemischt? Senf, ja, ein bisschen Senf, Pfeffer. Okay. Ja, die ist sehr lecker, sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was für eine Soße das ist, aber die ist crazy lecker. Aber jeder, der hierher kommt, ein paar Burger in seinem Leben gegessen hat, ohne dass ich es böse meine. Ich muss euch ehrlich sein, dessen Burger erinnert mich ein bisschen damals, wie wenn man Burger zu Hause gemacht hat. Du hast so Salat, blablabla, zusammengewürfelt. Es ist aber kein übertrieben oder überragender Burger. Muss ich ehrlich sagen, wie es ist. Ich fand, das Fleisch sah eigentlich sehr gut aus und ist auch irgendwie cool gesmashed. Aber das war's dann auch. Der Rest außenrum ist einfach nicht on point, meiner Meinung nach. Kommt gerne selber hierher, überzeugt euch, lasst mich gerne wissen, wie ihr diesen Burger findet. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und es ist heute nur so ein Ding. Ich bin nicht überzeugt. Trotzdem geht ein dicker Kuss raus an Türkisch, dass wir hier filmen durften. Mein Highlight sind auf jeden Fall die hier mit dieser Soße. Junge, Junge. Für die Soße komme ich auf jeden Fall wieder. Der gibt mir so ein bisschen Festival, Musikfestival-Vibes-Burger. Und der Laden ist nur auf Smashburger ausgelegt, dafür ist es mir ein bisschen zu schwach. Ich glaube, ich habe schon fair gesagt, oder? Safe. Ciao, ciao, macht's gut, Männer. Wenn man Burger so ein bisschen in der Welt gegessen hat, dann ist das flasht mich jetzt halt einfach nicht. Und ich glaube, keiner von euch da draußen will jetzt, dass ich sage, ja, der Burger ist geil, dann kommt hierher und dann ist er halt einfach nicht so geil, wie ihr euch vorgestellt habt. Wetter, schön. München, Kuss geht raus fürs Wetter. Ich glaube, wir stehen dort, oder? Boah, da ist diese S-Klasse wieder mit den komischen Felgen. S-Klasse, perfekt. Könnt mir mal gerne helfen. Hashtag teuer oder Hashtag günstig in die Kommentare. Einfach eure Meinung. Jeder, der eine Meinung dazu hat. Ein bisschen über 30 Euro hat es jetzt gekostet. Zwei Burger, eine Dose Paulaner Spezi, eine Flasche Paulaner Spezi. Jetzt würde mich interessieren, was ihr sagt. Ist es teuer oder ist es günstig? Burger darf man aber nicht vergessen, waren jetzt nicht klein. Kennst du den Track? Das ist ein Banger. The Molly, Charlie, she wanna party. Fuck it, right next to the outlet. Ich kann diesen Burger nicht so loben, wenn ich weiß, ich war hier, zum Beispiel bei Shake Shack schon in Japan, wenn es Japan ist, weiß nicht. Ne, ist nicht Japan, aber egal. Shake Shack, egal wo. Später. Am Anfang des Videos habe ich euch ja angekündigt, dass Randy nach Berlin gehen würde. Am Sonntag. Das heißt, wenn ihr das Video seht, müsste es Donnerstag sein. Also für euch, die das Video gerade schauen, heute ist Donnerstag. Kommenden Sonntag, für alle Leute, die aus Berlin sind, ist um 15 Uhr
ein Event von, passt auf, sieht man gut. Randy hat die Möglichkeit, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, ich muss es ein bisschen riskieren, der Mann ist der most viewed, der Mann ist aktuell der erfolgreichste. Flex. Hab ich wahrscheinlich die Möglichkeit, als allererster oder einer der ersten mit Luciano zusammen das Chicken zu probieren. In 6 Tagen, 7 Tagen fahren wir nach Berlin am Freitag. Dann sehen wir uns in Berlin und ich freue mich über jeden, der da ist. Und dann schauen wir, dass wir Luciano vor die Kamera kriegen. In diesem Sinne, danke fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren und ein dicker Kuss geht an euch alle raus. Zu leid, es habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Was war das für eine Augenbraue gerade, gell? The Rock, Dwayne The Rock.